Und jetzt Kulturzeit. Heute mit Andrea Mayer. Einen schönen guten Abend zur Kulturzeit. 3 Monate sind seit den Terrorangriffen von Paris vergangen. Anschläge, die vor allem eines zum Ziel hatten, unser alltägliches Leben mit Ausgehen, Fußball und Rock'n'Roll. Diese Freiheit wollen sich die Eagles of Death Metal auch von Terroristen nicht nehmen lassen. Gestern sind sie nach Paris zurückgekehrt. Unsere weiteren Themen: Wir blicken in einen Gottesstaat. Die algerische Antwort auf Camus und warum wir mehr spielen sollten. Bonsoir Paris, wir sind bereit für dich, sagten die Eagles of Death Metal auf der Bühne des Olympia in Paris. Mit viel Beifall spielte die Band ihr Konzert zu Ende, welches am 13. November von Terroristen gestürmt worden war. 90 Menschen wurden damals getötet, darunter auch ein Mitarbeiter der Band. Die Eagles of Death Metal konnten sich unverletzt von der Bühne retten. Für Band und Publikum ist das Trauma jedoch noch lange nicht verarbeitet. Susanne Freitag berichtet für uns von diesem sehr bewegenden Abend. Vor ihrem Auftritt haben sich die Eagles of Death Metal gestern Abend auf den Weg zu ihren Fans gemacht. In der Schlange viele, die schon im November im Bataclan dabei waren. Im Saal 30 Psychologen, um alles aufzufangen, was wieder hochkommt oder noch da ist. An diesem Abend spielt die Band auch für diejenigen, die nicht mehr dabei sind. Man muss sich die Leichtigkeit im Herzen bewahren können. Und wenn da noch ein bisschen Glück ist, dann muss es raus. Ich werde die Bösen nicht gewinnen lassen. Das verspreche ich euch. Im Dezember, einen Monat nach den Terroranschlägen, war die Band bereits einmal zum Bataclan zurückgekehrt, um zu trauern und Anteil zu nehmen. Damals hatten sie versprochen, ihr Konzert auf jeden Fall zu Ende zu spielen. Dieses Versprechen lösten sie gestern im Pariser Olympia ein. Das Bataclan ist heute immer noch eine Baustelle, eine Pilgerstätte der Trauer und der Erinnerung. Der 13. November 2015 hat Frankreich verändert und die Eagles of Death Metal sind untrennbar mit dem Horror der Terroranschläge verbunden. 89 Menschen sterben an diesem Abend im Konzertsaal. Dieses Video geht um die Welt. Aufgenommen hat es Daniel Pseny, kurz bevor er an den Tatort eilt, um zu helfen. Daniel Pseny rettet an diesem Abend einem Mann das Leben und wird selbst von einer Kugel getroffen. Da oben im Fenster, dort, wo man das Schussloch sieht, da stand der Mann und hat auf mich geschossen. Und genau da waren auch all die Geiseln. Sie haben verzweifelt versucht, sich aus dem Fenster zu retten. Überlebende, Helfer und Angehörige hatten Freikarten für das gestrige Konzert. Auch Daniel Pseny war dort, um mit diesem Kapitel endlich abzuschließen. Wie schwer gerade das für manche ist, zeigt die Aussage einer ehemaligen Geisel. Vor einem Untersuchungsausschuss erzählt sie von der Nacht im Bataclan. Die Polizistin am Telefon hat mir gesagt, ich müsste lauter sprechen. Ich habe ihr geantwortet, das geht nicht. Der Terrorist steht direkt vor der Tür. Sie sagte, sie blockieren hier eine Telefonleitung für echte Notfälle. Ich habe es nochmal versucht, alle Geiseln in Gefahr gebracht. Die Polizistin hat gesagt, ihr Pech, und dann aufgelegt. Diese und viele weitere Geschichten sind versammelt in diesem Pariser Konzertsaal. Ich bin immer noch in Therapie. Das Konzert und das alles hilft mir dabei, weiterzuleben, von Tag zu Tag. Es war gut, das Ganze noch einmal zu erleben und die Geschichte zu Ende zu bringen. Let's take a moment to remember and we get back to the fun.
Schweigesekunden für die Opfer. Dann rocken sie weiter. Gestern am Tag des Konzerts hat Frankreich den Ausnahmezustand nochmal um 3 Monate verlängert. Das ganze Land steht unter Schock. Wie angespannt die Situation ist, zeigt die Diskussion um einen Dokumentarfilm, der in den Alltag eines Gottesstaates eintaucht. Als Salafist auf einem Filmfestival in Paris aufgeführt wurde, kam es zu heftigen Tumulten. Den Regisseuren wurde vorgeworfen, sie würden den Islamisten in die Hände spielen und der Film sei schlicht unerträglich, vor allem aufgrund der Gewaltszenen. Das Innenministerium überlegte sich sogar ein Verbot des Films. Le Monde hingegen erklärte den Dokumentarfilm als bedeutsam, weil er klar mache, dass der Dschihadismus heute in Ländern unterwegs sei, die bisher einen gemäßigten Islam pflegten. Wir zeigen Ihnen bewusst nicht die schlimmsten Szenen, aber seien Sie trotzdem darauf gefasst, dass der folgende Beitrag Bilder enthält, in denen Gewalt gezeigt wird. Ulf Karlkreuth über ein hoch umstrittenes Werk. Dem Herrn sei Dank, dass ich mich heute vor dem Imam aller Mujahedin verneigen darf. Es ist ein Feiertag. Möge Gott euch segnen. Wie muss ich das hier machen? Du musst nur dran ziehen, das ist alles. Wir hoffen zu sterben, Märtyrer zu werden auf dem Weg zu Gott. Alle jungen Muslime wollen das. Wir fürchten den Tod nicht, weil wir wissen, dass es ein Leben danach gibt. Jene, die Angst haben vor dem Tod, glauben nicht an das Leben danach. Eine irrsinnig anmutende Todessehnsucht durchweht diesen Film. Junge Menschen bringen andere um, bringen sich um und reden vom Tod als dem eigentlichen Ziel des Lebens. Macht es irgendeinen Sinn, diesen Reden zuzuhören? Können Sie uns etwas erzählen? In Frankreich bezeichnen alle diese Leute nur als irre. Aber ich denke nicht, dass das alles Verrückte sind. Das war einer der Gründe, warum ich diesen Film gemacht habe. Ich wollte zeigen, dass diese Leute alles andere als unzurechnungsfähig sind. Die sind sehr klar und sehr rational. Der Film beginnt mit einer vergleichsweise harmlosen Szene. 2012. Eine islamische Polizeistreife fährt durch Timbuktu, eine total verarmte Stadt in Mali. Die jungen Männer auf dem Motorrad kontrollieren die korrekte Verschleierung der Frauen. Das Alkohol, Tabak, Drogen und Musikverbot. Alles war okay. Die Frauen waren ordentlich verschleiert. Der Markt war sicher. Es gab keine Probleme. Eine alte Kalaschnikow, ein kleines Monatsgehalt und ein verführerisch einfaches Weltbild. Der Film zeigt eindrucksvoll, wie leicht es sein kann, Scharia-Personal zu rekrutieren. Gedreht wurde bewusst in den kolonialen Hinterhöfen Frankreichs. Mali, Tunesien, Mauretanien und Algerien. Denn dort beschwören die salafistischen Prediger sehr geschickt die Gespenster von Frankreichs unbewältigter Vergangenheit. Im Algerienkrieg hat Frankreich das Land zerstört, ohne irgendeine Wiedergutmachung. Sie erkennen das bis heute nicht als barbarischen Akt an. Aber andere bezeichnen Frankreich als Terroristen. Frankreich ist doch der wahre Terrorist. Es gibt keinen Willen hier bei uns in Frankreich, irgendetwas zu klären in unserem Verhältnis zu den vielen Muslimen im Land. Die Probleme haben doch nicht erst mit der salafistischen Bewegung begonnen, sondern 50 Jahre früher, mit dem Algerienkrieg. Es ist mir wichtig zu erfahren, und ich denke allen Franzosen, was jene zu sagen haben, die vom Ausland her den Terror in Frankreich organisieren, warum sie das tun. Es geht nicht darum, sie zu verteidigen oder falsches Verständnis zu zeigen. Ich will wissen, warum. Der Film arbeitet ohne Kommentartext. Er setzt auf den souveränen Zuschauer. Dem allerdings verlangt er viel ab. Das Gerede der salafistischen Prediger von Allahs Gerechtigkeit in ihrer neuen Religion montieren die Filmemacher mit den mittelalterlichen Bestrafungen, zum Beispiel von Homosexuellen und Dieben.
Mein Name ist Mohammed Meja. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin Klempner. Ich habe gestohlen. Und in Übereinstimmung mit der Scharia wurde mir die Hand amputiert. Aber man hat mir gesagt, wenn ich mich wieder erholt habe, dann ist meine Sünde gelöscht. Wie lange haben die Prediger in Mali, wie überall in der Welt, das Wort Gottes verkündet? Die Imame in den Moscheen, jeden Freitag. Aber nichts hat sich geändert. Aber seit wir mit Steinigungen begonnen haben, mit Bestrafungen nach islamischem Recht, mit göttlichen Vorschriften, seit wir Dieben die Hände abschlagen, gibt es zum Beispiel keine Diebstähle mehr. Dem Herrn sei Dank. Der Film hat in Frankreichs Medienöffentlichkeit einen Sturm ausgelöst. Wochen vor dem Kinostart forderte die Zeitung Le Figaro ein Verbot des Films. Regielegende Claude Lanzmann dagegen bezeichnete den Film als echtes Meisterwerk. Im Fernsehen müssen die beiden Regisseure Rede und Antwort stehen. Und einige Kritiker erheben schwere Vorwürfe gegen die Filmemacher. Warum kommen nur die Dschihadisten zu Wort und nicht die Opfer, die unter der Scharia leben? Das ist das Problem dieses Films, die totale Abwesenheit einer sehr notwendigen Gegenrede. Ich habe mit dieser Reaktion überhaupt nicht gerechnet. Aber ich denke, sie erzählt viel über die Situation in Frankreich. Die Leute sind seit den beiden Anschlägen letztes Jahr nicht mehr normal in ihren Reaktionen auf das Thema. Und mit dem Film haben wir diesen wunden Punkt der französischen Gesellschaft getroffen. Dieser Film ist teilweise schwer zu ertragen. Aber er tut das, was der Job von Dokumentarfilmen ist: uns mit der Wirklichkeit zu konfrontieren. Ob der Zuschauer diese grausame Wirklichkeit sehen will, muss er selbst entscheiden. Wie können wir über Dschihadisten reden, wenn du nicht zumindest Ausschnitte ihrer Videos zeigst? Das gehört doch zum Verständnis dazu. Wenn wir diese Videos im Film nicht verwendet hätten, das wäre doch eine Lüge gewesen. Der Westen hat den Kommunismus ausprobiert, den Sozialismus, den Säkularismus, das Christentum. Und all das ist schiefgegangen. Jetzt gibt es keine Alternative mehr zum Islam. Der Film Salafisten ist jetzt seit gut 2 Wochen in den französischen Kinos. Und er stellt eine existenzielle Frage. Glauben Frankreich und die gesamte westliche Welt wirklich, dass sie den Terror und die Weltbilder dahinter allein militärisch bekämpfen können? Derzeit zeigen nur gerade 4 Kinos den Dokumentarfilm Salafists, 3 in Paris und 1 in Grenoble. Wir reisen von Mali nach Algerien. Auch unser nächster Protagonist, der algerische Schriftsteller und Journalist Kamel Daoud, wird von den Salafisten bedroht. Sie haben ihm gegenüber eine Fatwa, ein Todesurteil ausgesprochen, weil er sich kritisch mit dem Islam auseinandersetzt. Das hindert ihn jedoch nicht daran, weiterzuschreiben. Daoud ist durch seinen ersten Roman, Der Fall Merceau, eine Gegendarstellung zu einem Star, aber auch zu einer sehr umstrittenen Figur geworden. Auch weil er zu den aktuellen Vorfällen in Paris und Köln geschrieben hat. Sein Debütroman ist eine Antwort auf Albert Camus' Roman Der Fremde. Wie dieses Werk einzuordnen ist und wie es sich mit der Aktualität verknüpft, darüber sprechen wir gleich mit unserer Literaturkritikerin Iris Radisch. Zunächst stellt ihn uns Daniel Böhm vor. Daoud hat eine furiose Antwort auf Camus' Klassiker Der Fremde geschrieben und wird dafür weltweit gefeiert. In Der Fall Merceau, eine Gegendarstellung, gibt er dem namenlosen Araber, der bei Camus am Strand ermordet wird, eine Identität. Ich glaube, Merceau ist ein Roman, der irgendwann geschrieben werden musste. Eine der ergreifendsten Geschichten des 20. Jahrhunderts zu nehmen und sie aus der Opferperspektive zu erzählen, das ist doch eine simple Idee. Ich frage mich, warum das noch keiner gemacht hat. Es erlaubt doch, die Menschlichkeit des anderen zu zeigen. Und das ist heute besonders wichtig. Erzählt wird die Geschichte vom Bruder des Toten in einer Bar im Algerien von heute. Aus Camus namenlosem Opfer wird so das Gesicht Algeriens. Der Fall Merceau verdichtet die Geschichte des Landes. Von der kolonialen Demütigung über den blutigen Krieg gegen die Franzosen bis zur bleiernen Zeit von heute. Ist das eine späte Abrechnung mit dem Kolonialismus?
mit Albert Camus, der selbst Sohn einer Siedlerfamilie war? Ich denke, dass wir in schwachen Ländern leben, die sich kolonisieren lassen. Das ist erstmal unser Fehler und nicht der der anderen. Und diesen Fehler klage ich an, diese Schwäche in meinem Land und bei mir selbst. Ich frage nicht, ob der Westen gerecht oder ungerecht ist. Mein Problem bin ich. Daouds Roman ist eine Selbstanalyse. Das liegt schon allein an der Kneipe in Oran, in der er hauptsächlich spielt. Im immer islamischer werdenden Algerien sind solche Orte eine Provokation. Und auch an der Melancholie, die das Buch durchzieht. Der Enttäuschung über ein Land, das in der Erinnerung an die Heldengeschichte des Unabhängigkeitskriegs erstarrt ist. Bei uns gibt es zu viel Geschichte. Das löst Abwehr aus. Man hat genug. Die Schule, das Kino, die Politik, die Religion, der Alltag, die Ästhetik, die Kunst. Alles wird von dieser Geschichte bestimmt. Irgendwann ermüdet das, weil es immer das Gleiche ist. Und weil es ein Einverständnis gibt zwischen der Politik und der Geschichte. In Frankreich wird Daoud, der eigentlich als Journalist arbeitet, für sein Buch gefeiert. 2015 hat er den Prix Goncourt für das beste Debüt gewonnen. In Algerien hingegen hat ein Salafistenführer eine Fatwa gegen ihn erhoben. Auf die Rolle des typischen Märtyrer-Intellektuellen, der im Westen in Zeiten von Flüchtlingen, IS und Nahostkrise so gefragt ist, hat er aber keine Lust. Ich mag diese Schamanenfunktion des südländischen Intellektuellen nicht. Dieses, oh, Sie sind bedroht, Sie sind ein Guter, kommen Sie zu uns und wir hören Ihnen zu. Und ganz ehrlich, wir sind doch alle bedroht. Die ganze Menschheit. Ich sag's mal zynisch, Sie töten ja deutlich mehr Touristen als Schriftsteller. Guten Abend, Frau Radisch. Guten Abend. Der Fall Merceau ist viel mehr als nur ein Roman. Es ist sozusagen eine gesellschaftspolitische Diagnose. Wo liegt denn der Stachel? Na, der Stachel liegt natürlich darin, dass eine Geschichte erzählt wird, die wir nicht kennen, nämlich die Geschichte des Arabers, der in dem Buch von Camus eben keinen Namen hat, kein Gesicht hat, der ein namenloses Opfer ist. Camus, wir haben das in dem Film ja gehört, entstammt einer Kolonistenfamilie und es ist wahr. Er ist Teil dieser Kolonialgeschichte des Maghreb und die Araber haben in all seinen Büchern, in all seinen Geschichten keine Namen. Gleichzeitig hat er sie sehr idealisiert. Dass jetzt sozusagen die Geschichte des Arabers geschrieben wird als als Angriff auf das Buch von Camus, sondern als eine Parallelgeschichte. Der hat seine eigene Geschichte und die jetzt zu erzählen, in dem Augenblick, wo so viele Menschen auch aus dem Maghreb übers Mittelmeer nach Europa kommen, das hat natürlich eine ganz besondere politische Brisanz. Daoud sieht sich ja nicht in der Rolle des klassischen Intellektuellen. Er will auch nicht als Verfolgter wahrgenommen werden. Trotzdem muss man sagen, es gibt diese Fatwa gegen ihn. Wie sollen wir ihn denn behandeln? Er ist ein sehr, sehr mutiger Journalist. Darin ähnelt er übrigens auch Albert Camus, der ja als junger Mann ein ganz mutiger Kommentator in Algerien war, ein junger Journalist. Er ist das auch. Er schreibt gegen Islamismus. Auch dieses Buch hat sehr antireligiöse, anti-islamische Passagen, wo ich mich wirklich wundere, dass er so unbehelligt weiterhin in Oran leben kann. Also ich denke, sein Leben ist sehr anstrengend, dass er trotzdem hier nicht als Märtyrer wahrgenommen werden will, das ehrt ihn, dass er auch nicht nach Europa ins Exil will, anders als sein Bruder, der sich übrigens übers Mittelmeer aufgemacht hat, dass er also da, wo er ist, kämpfen will, seine Lebensbedingungen verbessern will, dass er ein ziviles, bürgerliches Leben in Algerien leben will, all das ist nur verständlich. Daoud lässt ja in seinem Roman eine Figur aufleben aus Camus Roman, Der Fremde. Er verleiht ihm sozusagen eine Stimme. Was soll die bewirken?
Naja, zunächst mal macht er etwas, was Camus eigentlich ehrlich gesagt überhaupt nicht interessiert hat. Er erzählt eine etwas sentimentale Geschichte, letztlich da nun doch eine Opfergeschichte. Wie traurig war die Mama dieses Musa, so heißt der Araber, der da am Strand ermordet wurde. Wie hat sie gelitten? Wie ist sie ihr ganzes Leben dieser Geschichte nachgelaufen? Hatte immer die Zeitungsartikel über den Fall in der Schürzentasche stecken. Also er macht ein bisschen bürgerliches Melodram daraus. Er psychologisiert das. Also er bringt das Ganze sehr viel mehr in die normale bürgerliche Literatur zurück, aus der Camus ja nun gerade ausbrechen wollte. Er wollte seinen Helden jenseits aller bürgerlichen Gefühle, jenseits aller Sentimentalitäten, deswegen ja auch so dieses kalte, fast Mondstaubartige des Romans Der Fremde. Das ist hier in dem Buch ein Stück weit rückgängig gemacht worden. Unser Bild von der arabischen Welt ist ja eher so ein bisschen von einem Schwarz-Weiß-Denken geprägt. Erhalten wir durch mehr so ein bisschen einen differenzierten Blick? Ja, ich finde schon, weil hier ein Individuum gezeichnet ist. Und das ist ganz wichtig, dass er dieser Bruder, der hier erzählt, der Bruder des Opfers, der hier erzählt, das ist ein Individuum, der sich eben nicht als der Araber versteht, der auch nicht sozusagen so in dem Sinne the Empire writes back, also wir sind die Entrechteten, die jetzt zurückschreiben, sondern er will eine eigene Geschichte, eine subjektive Geschichte erzählen. Und da hat er natürlich einen sehr starken Standpunkt. Und aus dieser Position sagt er auch, ich lasse mich von keiner Religion einspannen, auch nicht von der meines eigenen Volkes. Das Buch interessiert, weil es von gesellschaftspolitischer Relevanz ist, aber ist es auch ein gutes Buch? Ich finde, es ist ein gutes Buch, weil man spürt natürlich, und das sage ich jetzt als große Camusianerin, man spürt, wie der Camus weiterarbeitet. Wie der Fremde so lebendig ist, dass er ein solches Gegenbuch produzieren konnte, das ist ganz toll. Und das Buch ist auch lesenswert. Es ist lesenswert, weil man eben spürt, es gibt diese Atmosphäre, es gibt dieses Drama, es gibt diese Hitze, es gibt diesen algerischen Sommer in dem solche Dinge passieren, das ist immer noch da und lebt in den Schriftstellern heute weiter. Frau Hradisch, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Dankeschön. Es ist das vielleicht aktuellste Stück, was es zurzeit gibt, Nathan der Weise. Damit beginnen heute unsere Tipps von Hanna Friedrich. Nur mit deutschem Bildungsgut ist Integration nicht zu schaffen. Volker Lösch holt in seiner Inszenierung von Nathan am Theater Bonn die Realität buchstäblich auf die Bühne. 12 muslimische Jugendliche sind der Sprechchor, der Lessings Aufklärungsklassiker Nathan der Weise mit eigenen Texten immer wieder unterbricht. Verpiss dich in dein Land zurück! Ich bin doch schon da! Fällt mir dieser bürgerliche Rassismus auf, der immer mehr stattfindet. Das Reklamgelb als Sinnbild für den pseudotoleranten Westen. Wir müssen Freunde werden. Die Araber begrapschen nicht nur Frauen, sondern pöbeln auch Männer an. Die vielschichtige Debatte, die so schnell zu kippen droht, beeindruckend selbstironisch dargestellt. Das Projekt Aufklärung scheint hier gescheitert. Nathan am Theater Bonn. Nächste Vorstellung am Freitag. Unmittelbar, intuitiv, nicht inszeniert. Fast abstrakt fotografierten die Künstler des japanischen Magazins Provoke Ende der 60er Jahre. Rau, grobkörnig, teilweise unscharf. Eine Kampfansage an die herkömmliche Fotografie. Die Albertina zeigt jetzt die Bilder des Provoke-Magazins, das nur 3-mal erschienen ist. Bilder, die ästhetische Maßstäbe setzen. Die Wut der Straße über das Schweigen der Politik nach dem Atombombenabwurf auf Nagasaki dokumentieren sie genauso wie den japanischen Alltag und die Kritik am westlichen Konsum. Provoke, noch bis zum 8. Mai in Wien. Por favor. Mit jeder Sprache schlüpft Alejandra Rivera in einen anderen Stil, mit jedem Song in einen anderen Charakter. Que me perdone.
mädchenhaft gehaucht bis lässig verrucht. Die Sängerin mit schottisch-argentinischen Wurzeln bewegt gegenwärtig die Songwriter-Szene. In ihrer Heimat Kanada ist sie längst ein Star. Im März ist Alejandra Ribera mit ihrem neuen Album La Boca auf Tour in Deutschland. Die Notfalldeckenaktion in der Cinema for Peace-Veranstaltung hat hohe Wellen geschlagen. Wir haben bereits gestern darüber berichtet. Falls der Eindruck entstanden sein sollte, Cinema for Peace und die Berlinale gehörten zusammen, möchten wir an dieser Stelle klar festhalten, die Gala Cinema for Peace ist keine Veranstaltung der Berlinale. Gestern hat unser Berlinale-Team aus der Welt der Stars berichtet. Heute geht es um das, was die Berlinale thematisch ausmacht, den politischen Film. Besonders wichtige Filme präsentiert die Berlinale dieses Jahr zu Krieg und Gewalt. Drohnenangriffe, Flüchtlingsgeschichten aus Mexiko, Bandenkrieg in Chicago und der amerikanische Rassismus. Dafür lässt manch einer gar die Oscars sausen. Berlin ist einfach the place to be, wenn es um den politischen Film geht. Die Oscar-Verleihung boykottiert er. Zur Berlinale kommt er gerne. Spike Lee. Er nutzt das Festival als Bühne für seinen Protest gegen Rassismus in Hollywood. Wenn keiner den Stein ins Rollen bringt, wird sich bei den Oscars nie etwas verändern. Meine Frau und ich haben nie zum Boykott aufgerufen. Wir haben nur gesagt, wir gehen nicht hin. Im Wettbewerb außer Konkurrenz läuft sein Film Chirac über Bandenkriege in Chicago. Frauen treten in den Sexstreik, um Frieden zu erzwingen. Schrill, bunt, gut gemeint. Aber ein Film, der seine Botschaft allzu plakativ unter die Leute bringen will. Krieg ist ein großes Thema auf dieser Berlinale. Sonja Kennebeck hat viel riskiert für einen Dokumentarfilm über den Drohnenkrieg der Amerikaner. Einer ihrer Interviewpartner ist inzwischen sogar untergetaucht. In National Bird packen drei ehemalige Militärs aus. Sie haben beim geheimen Drohnenprogramm mitgemacht. It's a secret program. And what that means is that I can't just go shouting off the hilltops telling the public what it is. What I can tell you is that to me it's frightening. Ein schockierender Film. Kennebeck hat brisantes Material eingesehen und verwendet. Unter anderem befindet sich da das Protokoll eines Gespräches zwischen einem Drohnenpiloten und seiner Crew. Und die sind sehr, sehr heiß aufs Töten. Und es ist eine ganz, ganz zynische Bemerkung, die sie machen. Es ist eine Art der Kriegsführung, wo die Technologie so weit vorangeschritten ist, dass sie, glaube ich, die Menschlichkeit, die Gesellschaft, die Gesetze hinter sich gelassen haben. In Kabul hat die deutsche Regisseurin zivile Opfer eines Drohnenangriffs getroffen. Ihr Film gibt ihnen eine Stimme und ein Gesicht. Glamour ist hier auf der Berlinale nur schöne Fassade. Drinnen im Kino werden brisante Themen verhandelt. Auch im Wettbewerbsbeitrag Soy Nero. Eine Flüchtlingsgeschichte in Mexiko an der Grenze zu den USA. Um Amerikaner zu werden, tun Jungs wie Nero alles. Der Film erzählt von einem schmutzigen Deal. We're prepared to sacrifice their life. Junge Männer riskieren ihr Leben, um amerikanische Staatsbürger zu werden. Aber wenn sie dann für Amerika in den Krieg ziehen, bekommen sie nur eine Green Card, eine Arbeitserlaubnis. Das ist brutal. Jeder, der für ein Land kämpft, sollte von diesem Land aufgenommen werden. Der Iraner Rafi Pitz darf seit seinem letzten Film nicht mehr im Iran drehen. Das Gefühl, seine Heimat verloren zu haben, hat ihn zu seinem Film inspiriert. Nero landet im Nahen Osten als Kanonenfutter. Die, die überleben, bekommen nach ihrer Rückkehr oft nicht einmal die versprochene Arbeitserlaubnis. Soy Nero,
Ein starkes Stück Kino. Nicht nur die Amerikaner führen sinnlose und blutige Kriege. Im Wettbewerb holt Cartas da Guerra Briefe aus dem Krieg, den portugiesischen Kolonialkrieg in Angola vor 50 Jahren, auf die Leinwand. Formal beeindruckt der Film durch seine Ästhetik in einem Wettbewerb mit vielen konventionellen Beiträgen. Antonio Lobo Antunes, Portugals bedeutendster lebender Schriftsteller, war in jenem Krieg und schrieb seiner Frau betörende Liebesbriefe. Der Krieg war ein traumatisches Erlebnis für meinen Vater, aber eben auch für 900.000 andere Männer, die in Angola gekämpft haben. Mein Vater ist Schriftsteller geworden, aber zu Hause haben meine Eltern nie über den Krieg gesprochen. Ein Zeugnis der Verdrängung. Die Bilder erzählen von dem, was die Briefe verschweigen. Meu amor querido, adoro-te, minha gata de janeiro. Meu amor, minha gazela, meu miosotis, minha amante, minha via láctea. Die Zärtlichkeit der Briefe macht den Krieg noch absurder. In einem Jahr der Krisen und Erschütterungen ist das Festival schmerzlich nah dran an der Realität. Krieg und Spiel, das geht höchstens noch in der Kindheit zusammen, Cowboy und Indianer und so weiter. Für Erwachsene bleibt eigentlich nur der Krieg. Das Spielen ist eher verpönt. Doch nicht nur die Kinder, sondern auch die Männerwelt spielt liebend gerne. Männer, die mit Lego und Modelleisenbahnen spielen, galten lange als wunderliche Typen. Doch das ist heute nicht mehr so. 20% der Spielzeuge in Deutschland werden von Erwachsenen gekauft. Die Industrie produziert mittlerweile eigene Produktlinien für die Kidults. Und die Wissenschaft weiß schon lange, wer spielt, ist nicht kindisch, sondern kreativ. Sebastian Günther hat ausgewachsene Kindsköpfe bei ihrer Lieblingsbeschäftigung beobachtet und Erstaunliches festgestellt. Wenn das Licht angeht, die Züge rollen, dann sind sie auf ihrem Dachboden dem Himmel ein Stück näher. Drei Herren, alle um die 70 und seit mehr als einem halben Jahrhundert leidenschaftliche Bändler. Bei Max Stahel sah es auch im Wohnzimmer einmal so aus. Ich komme mir vor wie im Stellwerk Zürich. So ein freier Blick, das ist herrlich. Ja, das ist herrlich. Freier Blick über Bern. Mit einem bisschen kindlichem Gemüt sieht auch das wie eine Spielzeuglandschaft aus. Hier wuchs Hans-Ulrich Grunde auf, der das Spielen und seine Erforschung zum Beruf gemacht hat und auch für unsere Bändler eine Lanze bricht. Die würde ich verteidigen, weil sie aufgrund der fantasievollen Tätigkeit Kreativität entwickeln. Jenseits von Regeln, jenseits von Zeit und Ort, vielleicht nur im Kopf allein. Und damit sind sie auf dem Weg zu einer besseren geistigen Gesundheit, weil sie toleranter sind gegenüber denen, die Ähnliches machen und gegenüber allen anderen auch. Noch mehr Spieler. Erwachsenenspieleabend im Legoland Oberhausen unter Einsteins wachem Blick. Einstein als Wissenschaftler, seine Gedankenspiele haben etwas mit dem Spielen gemein. Es sind die scheinbaren Fehler und kleinen Ungereimtheiten, die Spielende und Wissenschaftler auf den richtigen Weg führen können. Wenn man die nicht gewollten Nebeneffekte wirklich beachtet, das, was seitwärts abfällt, wenn man fantasiert und das, was abfällt, wirklich bewusst aufnimmt, also Fehler beachtet und aus den Fehlern lernen kann, dann ist das eine wissenschaftliche Haltung. Geistesblitze beim Herumspielen. Viele Wissenschaftler haben durch scheinbare Fehler ganz nebenbei große Entdeckungen gemacht. Percy Spencer war so ein Spieler, der an Generatoren für Radaranlagen bastelte, als ihm plötzlich der Schokoriegel in der Hosentasche schmolz. Hitze durch Mikrowellen hatten frühere Wissenschaftler als Fehler abgetan. Percy Spencer spielt weiter mit dem Effekt und erfindet die Mikrowelle. Ein Gedankenblitz aus Zürich Anfang der 80er. Rohrer und Binning entwickeln an der ETH das Raster-Tunnel-Elektronenmikroskop
wofür sie 1986 den Nobelpreis bekommen. Gerd Binning bezeichnet die Tätigkeit seines Teams dezidiert als Spielen und das Mikroskop nur ein Nebenprodukt seiner Forschung. Zurück im Legoland. Ein ganzes Fußballstadion haben inzwischen drei unserer Kindsköpfe gebaut, obwohl sie keine Fußballfans sind. Es geht ums Spielen als geistige Erholung und Inspiration durch Lego. Ich kann komplett meine Gedanken freien Lauf lassen, was zusammenbauen, was eigentlich nicht der Anleitung entspricht. Also ich bin Maschinenbaustudent und da muss man auch um die Ecken denken, vielleicht wie man eine Maschine vielleicht so skizziert. Und wenn man sich das bildlich vorstellt und das dann so realisiert, dann ist das richtig spannend als Konstruktionstechniker dann. Daheim im bunten Bern sieht das unser Pädagoge ganz ähnlich. Bei so einem Spiel, wo die Fantasie wirklich wichtig wird, worin man sich versinken lässt, da ist der Prozess zentral und nicht das Produkt. Was dabei herauskommt, ist völlig egal. Hingegen bei einem Spiel, was mehr regelgeleitet ist, kann man sich vorstellen, dass die Punktzahl ein wichtiger Faktor ist. Aber bei einem reinen Fantasiespiel ist nur noch der Verlauf, das unmittelbare Dabeisein wichtig. Was nachher da ist, spielt keine Rolle. Es muss also nichts dabei herauskommen bei diesem Herumspielen. Gleichwohl ist das freie Spielen eine wichtige Bedingung dafür, dass auch mal ein genialer Funke entspringt. Sogar mehr noch. Für den Kulturwissenschaftler Johann Heutzinger ist aller Kultur am Anfang etwas Spielerisches eigen. So wie in Peter Bruegels Wimmelbild erproben wir spielerisch das kulturelle Miteinander. Denn der Homo sapiens ist ein Homo ludens, ein spielender Mensch. Wer hätte das gedacht? Unsere drei Bähnler sind eigentlich Kulturschaffende, potenzielle Genies sogar. Ganz sicher aber geistig kerngesunde Kinder mit Falten im Gesicht. Was für Zeiten sind das, wenn der österreichische Verteidigungsminister versichern muss, dass es an der österreichischen Grenze keinen Schießbefehl gegen Flüchtlinge geben wird? Morgen beginnt der EU-Gipfel und es ist einsam geworden um die deutsche Kanzlerin. Fast niemand folgt ihr in der Flüchtlingspolitik. Wird das nach dem Gipfel anders sein? Wir schauen morgen mit Timothy Garton Ash auf die Zukunft Europas. Das war's von der Kulturzeit. Zum Schluss spielen wir den Song I Only Want You von den Eagles of Death Metal. Schauen Sie doch auch morgen wieder rein. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen miteinander. Leave it to